بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich beginne mit dem Namen Allahs, geladen von des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, beim letzten Mal haben wir das erste Kapitel aus dem Buch Benehmen eines Schülers abgeschlossen. Wir beginnen heute, beim ersten Kapitel ging es um das Benehmen des Schülers in sich selbst, beziehungsweise was ihn selbst angeht, persönlich angeht. Und heute wollen wir uns mit dem zweiten Kapitel beschäftigen, bei dem es um die Art des Lernens und Studierens geht. Je nachdem, wie lange wir, inshallah ta'ala, wie weit wir es schaffen, idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Er sagte, rahimallah, die Art des Lernens und Studierens, wir sind am 16. Punkt. Ihr habt ja gemerkt, dass der Autor, rahimallah, die Ratschläge, die er uns zusammengefasst hat aus verschiedenen Büchern, wie aus dem Buch von Al-Baghdadi und anderen, in Punkten punktuell zusammengefasst hat. Wir sind beim 16. Punkt, die Art des Lernens und seine Stufen. Er erwähnte darin ein paar Aussagen, aus denen wir einen wichtigen Nutzen ableiten möchten. Die erste Aussage ist, wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird das Ziel nicht erreichen. Zweite Aussage, wer das gesamte Wissen auf einmal erwerben will, dem geht alles. Und die dritte Aussage, eine Überflutung mit Wissen beeinträchtigt das Verständnis. Man kann das in zwei Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt, wer die Grundlage nicht beherrscht, wird das Ziel nicht erreichen. Das Ziel ist, sagen wir mal, das Verstehen, das richtige Verständnis der Religion. Und natürlich, hier geht es um einen Talib Ilm, der auf Dauer danach strebt, den Menschen mit dem religiösen Wissen nützlich zu sein. Und diese Person, dieses große Ziel zu erreichen, braucht man erst dafür ein paar Grundlagen. Und so einfach dieser Ratschlag auch klingen mag, trotzdem achten viele Leute nicht auf diesen Punkt und sie verzetteln sich in Kleinigkeiten, in Angelegenheiten der Religion, die sekundär oder tertiär sind, haben aber die Grundlagen dazu noch nicht verstanden. Und natürlich ist es immer ein Unterschied. Wir reden hier mit einer Person, die ihre Religion ordnungsgemäß studieren möchte. Wir reden nicht jetzt von einem Muslim, der einfach nur wissen will, was halal ist und was haram ist. Der fragt einfach die Gelehrten und kriegt die Antwort und merkt sich diese einzelnen Details der Religion, die er letztendlich braucht. Aber das macht ja aus ihm keinen Gelehrten. Also du kannst viele Fatawa lesen und Gelehrten Fragen stellen und Antworten bekommen, aber das macht ja aus dich keinen Gelehrten. Du sammelst dann verschiedene Aussagen. Und deswegen soll damit gesagt werden, dass man erst einmal Grundlagen schaffen muss und auf diesen Grundlagen baut man dann die Detailfragen auf. Dadurch geht man nicht fehl, man bleibt auf dem geraden Weg, denn wenn die Grundlagen klar sind, dann geht man weder in Bezug auf den Glauben fehl, noch in Bezug auf, sagen wir mal, auf den praktischen Teil der Religion in die Irre, weil man sich an das Wesentliche hält. Und darüber hinaus, nach dem Wesentlichen, nach den Grundlagen, gibt es Dinge, über die man sich einig ist, gibt Dinge, über die man sich nicht einig ist, ist aber kein Grund zur Fehlleitung, inshallah ta'ala, sondern die Grundlagen stimmen. Die zweite Aussage ist, natürlich zu diesen Grundlagen gehört, was wir jetzt im Laufe des zweiten Kapitels hören werden, wie zum Beispiel, dass man dringend einen Lehrer haben muss, der lebendig ist, der einem die Religion lehrt. Und dass man nicht seine Religion von Anfang an aus Büchern entnimmt. Zum Beispiel, dass eine andere Grundlage ist, zum Beispiel, dass man den Koran al-Karim auf Basis der arabischen Sprache erläutert und nicht auf Basis einer Sprache, in der er übersetzt und der seine Bedeutung übersetzt worden ist. Und so weiter und so fort gibt es viele Grundlagen. Wenn diese nicht gesund sind und nicht korrekt sind, dann wird natürlich auch das, was darauf aufgebaut ist, ebenfalls mangelhaft sein. Die zweite Aussage, wer das gesamte Wissen auf einmal erwerben will, dem entgeht alles. Hier soll damit gesagt werden, dass derjenige Schüler, der querbeet sich alles Mögliche anhört,
verschiedene Menschen anhört, verschiedene Bücher versucht am besten gleichzeitig zu lesen, mal im Fiqh, mal im Hadith, mal im Sira, mal hört sich, dieser Mensch, der wird auch keine gesunde Basis haben, weil kein Mensch ist imstande, die gesamte Religion zu lernen. Das ist einfach eine Flut von Informationen, die man, wenn überhaupt, sich nach und nach aneignen muss. Und deswegen lautet die Empfehlung für den 0815 Studenten, dass er ein Thema nach dem anderen lernen soll. Ein Thema nach dem anderen lernen soll. Und das hängt natürlich ab von der Fähigkeit, von der Aufnahmefähigkeit, von der Intelligenz und von der Zeit, die der Schüler natürlich hat. Und von der Situation. Ich lasse mir nicht einen wertvollen Unterricht entgehen, den ich nie wieder in meinem Leben anhören, den ich mir nie in meinem Leben wieder anhören kann. Aber das sind Ausnahmefälle. Die Regel lautet, es gibt alhamdulillah genug Bücher und es gibt genug Gelehrte, an die man sich wenden kann. Und deswegen sollte man ein Thema nach dem anderen lernen und dabei kleine Häppchen an Wissen zu sich nehmen. Manche Leute, was heißt manche Leute, das ergeht vielen Studenten so, dass sie, wenn sie etwas lernen wollen, es möglichst schnell erlernen wollen. Zum Beispiel ein Sommerferien, in dem man einen Kurs durchnimmt über, meinetwegen, über die Aqida. Ja? Meinetwegen Aqida Tahawiyya in 2 Wochen sozusagen mal einen Text durchnehmen. Und wenn man noch ein bisschen Fiqh, Ibadat noch dazu nehmen könnte in den 2 Wochen vormittags, vielleicht in den Pausen noch Fiqh al-Mu'amalat, sodass man den Fiqh mit abgeschlossen hat, der Aqida in den Sommerferien, dann wäre auch nicht schlecht. So nach dem Prinzip des, wie sagt man, diese schnellen Mahlzeiten, die man zu sich nimmt. Nur, es ist bekannt, dass das, was man schnell erlernt, auch natürlich schnell wieder vergessen wird. Und genauso beim Auswendiglernen. Wenn man etwas schnell auswendig lernt, ist es schnell wieder weg. Und wenn man etwas über einen längeren Zeitraum auswendig lernt, dann ist das wie in Stein gemeißelt. Insofern, das sind Ratschläge, die nimmt man an oder lässt sie eben außen vor. Aber wir sollten profitieren von den Leuten. Und sowieso, was auch auffällig ist bei Leuten, die natürlich sehr schnell immer ein Thema lernen wollen, dass sie schwanken. Im Sinne von, heute haben sie auf das eine Lust und morgen haben sie auf was anderes Lust. Heute haben sie Lust, mal ein bisschen was über Fiqh al-Tahara zu lernen. Dann morgen sagen sie, das weiß ich jetzt schon, das lese ich, jetzt mal was über Salah. Und dann übermorgen Salah, das habe ich jetzt schon oft genug gehört, jetzt möchte ich mal was hören, was Neues über Fiqh al-Mu'amalat, über al-Bay'i wa-Shira. Übermorgen sagt er, jetzt möchte ich mal was über Heirat und Scheidung hören und so weiter. Das heißt, er springt von einem Thema zum nächsten. Warum? Weil er nicht lernt, um zu lernen, sondern er lernt, um seinen Nafs zu befriedigen. Er hat Lust auf etwas Bestimmtes und dann nimmt er eben das. Und das führt dazu, dass er schnell lernen möchte, aber leider nicht fundiert. Und deswegen, wenn du ihn dann fragen würdest nach einem Monat oder nach einem Jahr, erklär mir mal das Grundprinzip des Kapitels, das Wudu. Worum geht es prinzipiell? Was sind die Voraussetzungen dafür? So dass als wird man möchte hören, dass er strukturiert redet, dass er verstanden hat, warum lernt er zum Beispiel bei Tahara erstmal über die Wasserart? Warum lernt er erst einmal über die Wasserarten, bevor er über den eigentlichen Wudu etwas erfährt? Warum redet er erst viel später über das Beseitigen von Unreinheiten? Warum nicht schon, als er über das Wasser gesprochen hat? Warum kommt das Tayammum-Kapitel nach dem Wudu und nach dem Ghusl und nicht vorher und so weiter und so fort? Er soll das Thema in seinem Kopf geordnet haben, verstanden haben, warum er das so gesagt hat und nicht einfach einzelne Informationen aufgenommen haben, die wie ein Puzzle vielleicht nicht einmal richtig zusammenpassen. Der Autor sagte, rahimahullah, dementsprechend ist es wichtig, jede Disziplin, die du erlernst, auf ein festes Fundament zu gründen, indem du ihre Grundlagen und Zusammenfassungen bei einem kompetenten Sheikh lernst, nicht nur durch Selbststudium
und man sollte eins nach dem anderen lernen. Er sagte das, was ich gerade eben gesagt habe, aber noch hinzugefügt eben, dass man das bei einem kompetenten Lehrer lernt und nicht durch das Selbststudium. Damit ist gemeint, dass man ein Buch in die Hand nimmt und sagt, jetzt möchte ich mal das Thema so und so lernen. Das Wissen zu nehmen aus Büchern ist unter bestimmten Voraussetzungen wunderbar, in Ordnung, gar kein Problem. Allerdings ist das ein fortgeschrittenes Stadium eines Studenten. Das ist ein fortgeschrittenes Stadium eines Studenten. Und jeder von uns weiß das aus der Schule, wenn er das Mathematikbuch in die Hand genommen hat und nicht gerade ein Genie war in der Mathematik, hat er nicht verstanden, was da erklärt wird, obwohl eigentlich der Beweis steht ja da. Steht doch eindeutig da, was der Lehrer auch an der Tafel erklärt hat. Aber, subhanallah, es liegt in der Natur des Menschen, dass er eine Erklärung von einem Menschen, der eben lebt und mündlich spricht, viel besser versteht. Vielleicht ist er aufmerksamer, vielleicht ist der Lehrer, kann sich besser in die Lage des Schülers versetzen, um zu wissen, wo das Problem ist. Und als Schüler kann man nachfragen und sich vergewissern, ob man das auch richtig verstanden hat und so weiter und so fort. Dann sagt der Gelehrte, rahimahullah, man sollte eins nach dem anderen lernen. Warum eins nach dem anderen lernen? Oder ich meine, was meinst du damit? Eben ein Thema nach dem anderen. Wenn du also dich zum Beispiel mit der arabischen Sprache beschäftigst, dann bleib dabei und lerne sie so, bis du sie beherrschst wie ein Muttersprachler. Und wie heißt es? Danach, wenn du das geschafft hast und die Grundlagen verinnerlicht hast und mit der Sprache jonglierst und so denkst, sogar anfängst, Arabisch zu denken und Arabisch zu träumen, dann kannst du sagen, okay, jetzt gehe ich über zu einer anderen Disziplin und arbeite mich dort so ein, bis ich einer von ihnen werde. Bis ich einer von ihnen werde. Und entnommen hat der Autor, rahimahullah, das aus bestimmten Ayat aus dem Koran Karim, ich fasse das kurz zusammen, die darauf hinweisen, dass der Koran Karim auch nicht auf einmal herabgesandt worden ist. Und das wissen wir alle, dass der Koran Karim häppchenweise oder stückchenweise, manchmal kamen ganze Suren, aber oft kamen auch nur einzelne Ayat des Koran zu bestimmten Begebenheiten. Und das zeigt gerade, dass der Mensch aufnahmefähiger ist, wenn etwas zum richtigen Zeitpunkt erwähnt wird. Der Autor sagt, Rahim, es gibt einige Dinge, die du bei allen Fächern, die du studierst, berücksichtigen musst. Erstens, das auswendig Lernen einer Zusammenfassung des Faches. Das Auswendige eines Zusammenfassung, was meint man mit Zusammenfassung? Zusammenfassung, entweder Muchtasar oder Metten. Jedes Fach kann man in die Länge, kann man ausdehnen bis zum geht nicht mehr. Und man kann es zusammenfassen. Und das haben wir alle gelernt, spätestens bevor wir in der Schule oder im Studium eine Prüfung gehen. Da fassen wir das ganze Buch, was da gibt, in ein paar wenigen Seiten zusammen. Weil wir sagen, das ist eigentlich die Zusammenfassung des gesamten Faches und da fehlen sehr viele Informationen, aber man reduziert es entweder auf das Wesentliche oder man reduziert auf die Informationen, die für einen neu sind. Und alles, was für einen kein Neuland ist, sondern Altland ist, was man so schon kennt, das braucht man ja nicht in der Zusammenfassung aufschreiben. Man schreibt sich ja das auf, was man Angst hat zu vergessen. Auswendig zu lernen, aber das ist der entscheidende Punkt. Auswendig lernen ist eine Voraussetzung. Also es ist nicht vorstellbar, dass man einen kompetenten Lehrer hat im Koran al-Karim, ohne dass er den Koran kennt. Es ist nicht vorstellbar, dass man einen kompetenten Hadith-Gelehrten hat, ohne dass er die Hadithe kennt. Okay? Es ist nicht vorstellbar, dass man einen kompetenten Aqidah-Lehrer kennt, ohne dass er seine Aqidah aus dem FF kennt und auch die Beweise dafür kennt und so weiter. Das heißt, das ist einfach eine ganz normale Voraussetzung. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Überlieferer. Ein Lehrer, von dem erwartet man, dass er es verstanden hat und dass er auch das, was er an Informationen hat, verschiedenartig erklären kann. Einmal für das höchste Niveau, dann einmal für das unterste Niveau und einmal für
das durchschnittliche Niveau. Von dem Überlieferer erwartet man, dass er es einfach 1:1 weitergibt. Mehr braucht er nicht können. Ja. Aber die Zeit der Überlieferung im klassischen Sinne ist vorbei. Die ist seit ungefähr im 3., 4. Jahrhundert gibt es die nicht mehr. Ja, das waren in den ersten 300 Jahren, war die Zeit der Überlieferung. Nachher ist sie abgeschlossen. Das heißt, alles, was jemals aus der Religion überliefert worden ist, an Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder an Ayat des Koran Karim, das ist schon aufgeschrieben worden und es gibt jetzt keine mündliche Überlieferung im klassischen Sinne mehr und auch keine schriftliche Überlieferung im alten Sinne. Und vielleicht ist alles geschrieben und fest in bewahrt. Zweite Voraussetzung für jedes Fach, das man studieren möchte, ist, dass man bei einem kompetenten Gelehrten lernt. Das ist, da sucht man sich denjenigen aus in seiner Umgebung. Heutzutage, alhamdulillah, eröffnet das Internet einem Möglichkeiten, denn natürlich ist es besser, wenn man sitzt in der Moschee bei seinem Lehrer oder in seinem Zuhause, aber der wesentliche Teil der Informationen, der kann auch übermittelt werden, wenn man den Lehrer nicht sehen kann. Es gab auch Lehrer, die blind waren, es gab auch Schüler, die blind waren, die haben trotzdem ihre Religion ordnungsgemäß gelernt. Das heißt, man sucht sich in seiner Umgebung, oder und damit meine ich die echte und also auch die virtuelle Umgebung, denjenigen Lehrer aus in dem Fach, das man lernen möchte, der einem am kompetentesten erscheint. Und mit erscheinen meine ich natürlich nach Nachfrage und nach Erforschen. Und denn du selbst kennst dich ja nicht aus. Du möchtest jetzt Koran lesen lernen. Du weißt ja nicht, ob dieser Lehrer gut Koran liest oder nicht. Das weißt du nicht. Also musst du Leute fragen, von denen man weiß, dass es ihr Fach ist. Und dann beraten sie dich dementsprechend. Aber wichtig ist hier eben der Punkt, möglichst vermeiden, halbe Gelehrte zu nehmen. Und das heißt, Leute, die das Fach zur Hälfte verstanden haben, aber nicht ganz richtig. Aber man macht eben das Beste aus seiner Situation, in der man sich befindet. Drittens, sich nicht mit ausführlichen und verschiedenen Werken beschäftigen, bevor die Grundlagen erlernt wurden. Ich möchte natürlich, der Autor, rahimahullah, wird jetzt einige Namen nennen von Büchern. Manche dieser Bücher, um uns Tipps zu geben, wie wir unsere Religion lernen sollen, wahrscheinlich so, wie er es selbst gemacht hat. Allerdings möchten wir diese Titel nennen, nur darauf hinzuweisen, damit, falls sie eines Tages im Deutschen vorhanden sind, da kann man sie dann lesen, oder falls man eines Tages Arabisch beherrscht, dann kann man das in der arabischen Sprache lesen. Aber wir werden dementsprechend auch deutsche Titel versuchen zu nennen, um dem einen oder anderen auch einen Tipp zu geben, wie er jetzt schon beginnen kann, seine Religion zu lesen, über seine Religion zu lesen. Um das praktisch zu machen, was wir jetzt gerade gesehen haben, hier steht, sich nicht mit ausführlichen verschiedenen Werken beschäftigen, bevor die Grundlagen erlernt wurden. Also, wenn du in irgendeinem Fach ein Buch findest, das über, sagen wir mal ein Beispiel, ein theoretisches Beispiel, du möchtest den Tafsir des Koran Karim lesen. Und du findest dann in der Bibliothek einen Wälzer von 30 Bänden. Okay? Warum 30 Bände? Weil du findest, jemand hat ein Tafsir geschrieben, zu jedem Juz des Koran Karim ein eigenes Band. Dann sagst du, MashaAllah, das ist endlich das, was ich wollte. Da steht alles drin, was ich über die Ayat wissen muss. Und du kaufst diesen Wälzer. Okay? Und dann findest du auf der anderen Seite einen anderen Tafsir. Da steht dann der gesamte Koran-Text, der reine Text steht da. Und außen herum, als Fußnoten oder als Kopfzeilen oder am Rande geschrieben, stehen kleine Bemerkungen, was die Worte bedeuten, was Allah Azza wa Jal einem sagen möchte. Mit anderen Worten, es ist ein Tafsir, der fast so viele Seiten hat wie der normale Koran-Karim, nur außenrum ein bisschen Worterklärungen. Mit welchem dieser beiden Büchern sollte man dringend beginnen? Natürlich mit der zweiten Art. Und da wir gelernt haben, dass wir erst mit den Grundlagen uns beschäftigen. Und denn diese zweite Art von Tafsir, das ist sozusagen die Zusammenfassung von dem, was du verstanden haben sollst, von dem, was Allah Azza wa Jalla von dir will. Und darum geht es.
Ganz wichtig, wir dürfen nicht vergessen, wir wollen unsere Religion nicht lernen, um zu sagen, wir sind gelehrt. Das wollen wir nicht. Okay? Sondern wir wollen unsere Religion lernen, um Allah zufriedenzustellen. Wir wollen unsere Religion lernen, um zu wissen, was halal ist und was haram ist. Okay, hier ist die Zusammenfassung. Dann beginn mit der Zusammenfassung. Beginn mit dem Ergebnis, womit du anfangen wirst. Wenn du danach noch Zeit hast, darüber hinaus mehr zu erfahren, warum das so ist und welche Weisheiten dahinter stecken, Alhamdulillah, das ist gut. Aber das ist nicht das eigentliche Entscheidende. Das eigentliche Entscheidende ist, wie wenn jemand sagen würde, bevor ich anfange zu beten, möchte ich erstmal die Beweise zum Beten kennen. Ja, du bist schon Muslim. Und du weißt, Allah hat gesagt, du sollst beten. Die Ayah hat gesagt, bete. Also fang an zu beten, wie zusammenfasst, wie stellst du dich hin, wie reinigst du dich, wie frischst du dein Gebet. Das zusammenfasst, fertig. Hinterher kannst du herausfinden, auf welche Hadith des Propheten stützt sich dieses Gebet und welche Formen des Gebets gibt es und was ist Vollkommenheit im Gebet und was ist nicht und so weiter. Aber unser Prophet, was hat er gemacht? Er hat sich an einem Freitag auf die Redekanzel gestellt und hat den Leuten vorgebetet. Auf der Kanzel. Jetzt kannst du dir vorstellen, im Freitagsgebet, da kommen ja nicht nur die Gelehrten. Ne? Das heißt, da kommt jeder zum Freitagsgebet. Und er stellt sich auf die Kanzel zum Gebet und verrichtet sein Gebet. Er stand auf der Kanzel und verbeugte sich auf der Kanzel. Und erst wenn er in die Niederwerfung gehen wollte, machte er etwa 3 Schritte rückwärts und setzte sein Gesicht am Fuße der Kanzel auf dem Boden auf und betete so den Leuten vor. Und im zweiten Rak'ah stieg er wieder auf die Kanzel und betete den Leuten vor. Warum? Weil der Prophet ﷺ den Leuten erstmal sagen will, wie es geht. Und später kann man dann mehr darüber erfahren. Das heißt also, wir sollen uns erst einmal mit kleinen Texten beschäftigen und nicht sagen, ja, ich möchte jetzt, wenn ich jetzt Fiqh lernen will, ich möchte jetzt erstmal, ich möchte das ausführlich lernen, richtig lernen, von Anfang bis zum Ende. Ja, diese Aussagen sind emotional, aber sie sind nicht, sie entspringen nicht Weisheit, ja, sie entspringen nicht dem, was dein Lehrer dir empfehlen würde zu machen. Der Lehrer würde dir empfehlen, nein, du sollst erstmal was Kleines lesen, um einen Überblick zu verschaffen. Versuch erstmal die Geduld aufzubringen, die gesamten Fiqh von A bis Z zu lernen, zu lesen. Nur zu lesen, um einen Überblick zu verschaffen. Du kannst immer noch hinterher sagen, ich möchte das lernen oder ich möchte das nicht lernen. Aber wenn du anfängst, dich mit Details zu beschäftigen, weißt du, wie es dir dann ergeht? Dann ergeht es dir wie vielen Leuten, die religiös werden und sich dann mit der Religion beschäftigen und aus dem Kapitel über das Salah gar nicht mehr herauskommen. Weil das Kapitel über das Salah ist riesengroß, richtig? Und am Anfang erlernt, wie man betet und wie man sich bewegt und was man wie sagt und so. Aber wenn es dann geht es weiter zum Gemeinschaftsgebet, hat er noch ein bisschen Geduld. Und wenn es dann irgendwann mal kommt zum Totengebet und den Totenwächten, so, das ist dann gar nicht mehr für ihn so relevant, sagt, denn jetzt wollte ich eigentlich gar nicht alles genau wissen. Okay? Und deswegen, geschweige dessen, dass er niemals kommt zum Kapitel der Zakat und was Siyam, die Ansichten der Gelehrten darüber erfährt. Und deswegen, erfordert diese Sache viel Geduld. Viel Geduld. Mir ist bewusst, dass die meisten Leute Hobbystudenten sind, das heißt, sie kommen, möchten was hören, was lesen, aber jetzt aufschreiben oder so, das ist viel. Wenn jetzt nicht aufschreiben, schon gar nicht auswendig lernen, weil ich brauche meine Festplatte für was anderes. Okay? Und das ist mir bewusst, aber trotzdem gebe ich nicht auf, sondern versuche immer wieder die Leute zu motivieren, immer wieder weiter zu lernen und immer wieder die Unterrichte anzuhören und auf das der eine oder andere vielleicht eines Tages Allah Azza wa Jalla sein Herz so wendet, dass er plötzlich sagt, ich möchte meine Religion studieren und möchte sogar vielleicht meine Heimat verlassen, um mich ausführlich mit meiner Religion zu beschäftigen. Aber das ist vielleicht einer aus 100 Leuten, aber besser als gar nicht. Also ich sag immer, Abu Hanifa, rahimahullah, der hat ja auch nicht nur 2 Schüler gehabt, der arme Kerl. Okay? Der hat vielleicht 2 Bekannte gehabt. Ja, er hat 2 Bekannte gehabt. Ja. Aber das waren nicht alle. Das wäre ja traurig, wenn man sein ganzes Leben lang nur 2 Leute gehabt hätte. Aber es gibt eben 2 Leute, die sein Wissen übernommen haben,
die sein Wissen geordnet haben, sein Wissen bewahrt haben. Das ist das Entscheidende. Viertens, wechsle nicht ohne Not von einer Zusammenfassung zur anderen, denn dies zeugt von Ungeduld. Man wechselt manchmal von einem Thema zum anderen. Warum? Weil man keine Lust mehr darauf hat, ganz einfach. Oder man versteht es nicht, man blickt es nicht. Und sagt man sich, ach, das ist nicht so interessant, ich möchte lieber was anderes lernen. Aber wenn er dabei bleiben würde, bis er es verstanden hat, und es gibt Themen, die sind kompliziert, Themen, die sind nicht einfach, aber wenn er dabei geblieben ist, bis er es verstanden hat, dann verspürt er eine Lust, die ihn dazu bringt, noch mehr über dieses Thema zu lernen und zu erforschen. Aber wenn er aufgibt, schenkt ihm Allah subhanahu wa ta'ala dieses Glücksgefühl nicht. Fünftens, auf nützliche Ideen und Wissensregeln achten. Das heißt, im Laufe deines Lebens besuchst du viele Unterrichte. Und bei diesen Unterrichten erfährst du manchmal Sachen, die dich erfreuen. Sagst du, das ist jetzt eine nützliche Information gewesen. Es hat sich gelohnt für mich, diesem Unterricht 90 Minuten lang beizuwohnen, wegen dieser einen Information, die ich erfahren habe. Ich hatte das nie so richtig verstanden, dieses Thema, aber jetzt ist es mir klar geworden. Solche nützlichen Ideen, Informationen, schreib sie auf. Schreib sie auf und genauso wie es dir ergangen ist, wird es auch anderen Menschen ergehen. Und wisst ihr, es gibt Gelehrte, rahimahumullah, die während ihres Studiums haben sie ja viele Bücher gelesen. Ja? Während ihres Lesens haben sie all diese nützlichen Informationen gesammelt. Haben all diese Informationen gesammelt und immer aufgeschrieben. Und irgendwann mal haben sie gesagt, die Informationen sind so reichhaltig geworden, ich mache daraus ein ganzes Buch und stelle das den Leuten zur Verfügung. Also einer hat zum Beispiel die Erläuterung von Sahih al-Bukhari gelesen, von Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Das ist ein Wälzer. Das ist ein Buch, wo alle islamischen Wissenschaften vorkommen. Und dieses, wenn du so etwas liest, findest du alle 300, 400, 500 Zeilen eine Information, die ist für dich Gold wert. Oder die kann für dich eines Tages Gold wert sein. Und wenn du sie suchst, wirst du sie nicht mehr finden. Okay? Deswegen solche Informationen aufschreiben. Wissensregeln, damit auf Arabisch Dawabit gemeint. Dawabit, es gibt in der Religion Regeln, die der Prophet ﷺ aufgestellt hat oder die wir aus seinen Aussagen abgeleitet haben. Ja? Eine fundamentale Regel, die wir aus seinen Aussagen abgeleitet haben, ist zum Beispiel, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Auf Arabisch al-Yaqinu la yuzalu bishak. Woraus haben wir es abgeleitet? Als er gesagt hat, dass wenn man betet und nicht mehr weiß, ob man in der zweiten oder dritten Raka ist, dann soll man von zwei Raka ausgehen. Ja, dann soll man von zwei Raka ausgehen. Und diese Aussage bedeutet was? Du sollst auf das aufbauen, was sicher ist. Wie sicher? Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob zwei oder drei. Ja, zwei oder drei heißt, entweder du bist in der zweiten oder in der dritten, also in der zweiten mindestens, oder nicht? Kann nicht sein in der ersten. Also ist zwei sicher. Und diese Regel ist fundamental. Sie findet sich in der Religion häufig wieder. Das nennt man eine Grundregel. Aber dann gibt es auch kleinere Regeln, sogenannte Dawabit, die sich auf bestimmte Themen beziehen. Innerhalb eines Kapitels gibt es eine Regel. Und diese Regel bezieht sich aber auch nur auf dieses Kapitel. Okay? Bezieht sich nur auf dieses Kapitel und kann nicht angewandt werden auf andere. Das würde man dementsprechend als ein Dawabit bezeichnen. Solche aber wertvollen Informationen sucht man manchmal und findet sie dann nicht, wenn man sie benötigt. Sechstens, Konzentration aufs Lernen und der Fortschritt darin. Interesse und Begierde noch mehr zu erreichen, bis du so weit kommst, dass du dich mit ausführlichen Werken beschäftigen kannst. Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, ist ein malikitischer Gelehrter, gestorben 543.
war der Meinung, dass ein Schüler nicht zwei verschiedene Fächer gleichzeitig lernen soll. Dass man als erstes Arabisch, Poesie und Mathematik lernen sollte und dann mit dem Koran weitermachen sollte. Okay? Das, was er jetzt gesagt hat, ist seine Meinung. Das ist seine Meinung. Und natürlich, warum Arabisch, das ist ja ganz klar, weil das einfach der Schlüssel ist zur gesamten Religion. Die Poesie, wer sich mit den arabischen Gedichten beschäftigt, wird sich vertiefen in der arabischen Sprache. Und der Koran Karim ist ja in der Sprache der Araber abgesandt worden. Und deswegen kommt man nicht drum herum, wenn man die arabische Sprache studieren möchte, muss man sich mit den alten arabischen Gedichten unter anderem beschäftigen. Weil Allah sendet den Koran herab in der Sprache der damaligen Leute. Und so haben die Leute damals gesprochen. Und ihr wisst ja, es gilt ja allgemein die in der Literatur die Poesie als die gestochenste Sprache. Ja? Das ist die Hochsprache. Und nicht nur die Hochsprache, sondern die auf höchstem Niveau überhaupt. Und deswegen, viele von euch sind vielleicht Deutsche, aber wenn ihr ein deutsches Gedicht lest, werdet ihr vielleicht vieles davon nicht verstehen. Warum? Weil das Sprachniveau, das wir in der Umgangssprache haben, ist ein anderes als das Geschriebene. Und das Geschriebene ist ein anderes als das Poetische. Dazu kommen noch andere Gründe dazu, aber entscheidend ist, dass man nicht alles von dem spricht, was man was es in der Sprache gibt. Mathematik, denke ich, hat er deswegen erwähnt, weil man es einfach fürs Leben braucht. Er redet jetzt hier vielleicht nicht von der Mathematik, vielleicht wie wir das jetzt aus dem deutschen Abitur kennen oder aus dem Mathematikstudium, sondern geht um die Mathematik, dass man eben rechnen kann, dass man schreiben kann, dass man die Zahlen erkennen, dass man zusammenrechnen, dividieren kann, multiplizieren kann, diese Grundlagen kennt, damit man eben kaufen kann, verkaufen kann. Das Leben hängt eben, der Alltag hängt davon ab. Und dann sagte er, sollte man mit dem Koran weitermachen. Warum mit dem Koran erst danach? Von der theoretischen Reife, weil der Koran Karim, den auswendig zu lernen, ist natürlich eine Voraussetzung für einen Studenten, aber das auswendig Lernen des Koran Karim ist ja keine Sache, die man von Anfang an dringend braucht. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Erklärung, warum er das so gesagt haben könnte. Das auswendig Lernen des Koran Karim ist ja keine Pflicht, ja? Aber es ist dringend für den Studenten. Es ist dringend für den Studenten. Also es ist an sich keine Pflicht, aber wenn du ein Gelehrter des Koran sein willst, ist es eine Pflicht, oder nicht? Wie willst du gelehrt sein in einer Wissenschaft, die du nicht kennst? Das sagt er, dagegen ist Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ist ein Historiker, gestorben 808, Entschuldigung, gestorben 808. Er war der Meinung, dass die Erfahrungen dies nicht begünstigen. Also er sagt jetzt eine andere Sache. Ich will damit sagen, es gibt hier verschiedene Vorschläge und ich werde euch auch einen Vorschlag sagen gleich, der für uns vielleicht am geeignetsten ist. Also was nutzt mir jetzt Ibn Khaldun, der in Tunesien gelebt hat, glaube ich auch gestorben ist, ja? Das ist seine Le Welt, in der er gelebt hat. Aber wir sind ja hier in einer anderen Welt. Und in unserer Welt möchten wir auch wissen, was sollten wir denn machen, wenn wir innerhalb der nächsten 10 Jahren ein Ziel erreichen möchten. Dagegen ist Ibn Khaldun der Meinung, dass die Erfahrungen dies nicht begünstigen und dass zuerst der edle Koran studiert und aufwendig gelernt werden solle. Da Kinder, solange sie noch jung sind, sich Anweisungen eher fügten, wenn sie jedoch älter werden, seien sie schwerer durchzuführen. Also einem Kind zu sagen, lern das jetzt auswendig, klappt besser als einem Erwachsenen zu sein. Erwachsene wird sagen, Wallahi, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich fühle mich nicht so wohl. Subhanallah, immer wenn ich anfange zu lernen, kommt ein Dschinn und sagt mir, ich soll nicht lernen. Er bringt dir 50 Ausreden, kommst mit ihm nicht weiter. Die meisten Argumente kennt das Kind nicht und deswegen ist es gemäß seiner Fitra, setzt sich in die Ecke und lernt dann einfach, was man ihm gesagt hat. Dann sagt er, was das Vereinen von zwei Disziplinen oder mehr beim Lernen angeht, so hängt das von den individuellen Unterschieden hinsichtlich des Verständnisses und der Energie der einzelnen Lernenden ab. Unter den Gelehrten gab es einige. So, das ist, wie gesagt, also natürlich normalerweise beginnt man mit einer Sache und wenn man sieht, wallahi, man hat Kapazität, man hat mehr Zeit und man hat einen Lehrer, der einen Unterricht macht, einmal die Woche im Fiqh. Und dieser Unterricht
Du schaffst es, diesen Unterricht beizuwohnen. Du schaffst es, den Unterricht aufzuschreiben, eine Zusammenfassung dazu zu schreiben, um den Text auswendig zu lernen. Du schaffst das. Und du sagst, ich habe das innerhalb von 3 Tagen geschafft und ich habe noch 4 Tage nichts zu tun. Und ich möchte jetzt den zweiten Unterricht, der über Aqida geht, ebenfalls dabei sein. Ist kein Problem. Kein Problem. Aber wenn du von der Art Mensch bist, die einmal in der Woche zum Unterricht kommen und das Buch, wenn du überhaupt ein Buch haben, erst nächste Woche wieder aufschlagen wir zum nächsten Unterricht, dann sollst du dir überlegen, ob wie sinnvoll das ist. Es sei denn, du sagst dir, Wallahi, mir geht es nicht darum, ich möchte nicht Professor werden. Ich möchte nicht Professor werden. Ich möchte einfach nur Allahs Gedenken, deswegen komme ich in die Sitzung und mein Iman stärken und das war's. Ist kein Problem. Aber dann natürlich hast du ein anderes Ziel. Der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sagte, unter den Gelehrten gab es einige, die den hanbalitischen Fiqh lehrten, und zwar mit Hilfe des Buches Zad al-Mustaqna für die Anfänger, al-Mughni für die Fortgeschrittenen und al-Muqni für die Fortgeschrittenen und al-Mughni für die weit Fortgeschrittenen. Er erlaubte der ersten Klasse nicht am Unterricht der zweiten Klasse teilzunehmen und so weiter, um Verwirrung entgegenzuwirken. Also hier geht es darum, wenn man ein bestimmtes Fach lernen möchte, wie Al-Fiqh, dann gibt es Alhamdulillah immer schon Werke, die für Anfänger bestimmt sind und Werke, die für Fortgeschrittene bestimmt sind und Werke, die für Profis bestimmt sind. Das gibt es schon. Und er hat dann eben 3 verschiedene Sitzungen gehalten. Eine für die Anfänger. Ich kenne einen anderen Fall, wo jemand innerhalb der Moschee Leute unterrichtet hat, im Anfängerstadium einen bestimmten Text, ein kleines Heftchen unterrichtet hat, ich glaube, es war bei den schafi'itischen Fiqh, hat sie unterrichtet. Dann, wenn sie das verstanden haben und bestanden haben, hat er sie zum fortgeschrittenen Unterricht genommen. Und diejenigen, die er zum fortgeschrittenen Unterricht genommen hat, die hat er natürlich unterrichtet, aber sie haben gleichzeitig auch die anderen in der Moschee beiseite genommen und ihnen den Anfängerunterricht beigebracht. Und wenn dann die Fortgeschrittenen bestanden haben, hat er sie zu den Profiunterrichten genommen. Und diese Studenten haben dann wiederum die mittlere Schicht unterrichtet, die wiederum die Anfängerschicht unterrichtet hat. Und so hat man in der Moschee gleichzeitig 3 verschiedene Sitzungen gehabt, ja, wo die Leute dann eben, immer wenn sie mit einem Niveau fertig waren, geprüft worden sind vom Lehrer und dann erst zur nächsten Klasse aufgestiegen sind. Und vorher hat er ihnen nicht erlaubt, am anderen Unterricht teilzunehmen, um eben Verwirrung zu entgegenzuwirken. Denn gerade natürlich im Fiqh ist es ganz wichtig, dass man mit den Grundlagen zuerst beginnt. Wisse, dass die Erwähnung von Resümees und ausführlichen Erläuterungen, auf die sich das Lernen und das Studium beim Scheichs stützt, sich im Allgemeinen von Region zu Region unterscheidet. Diese Unterschiede sind zunächst auf die unterschiedlichen Rechtsschulen zurückzuführen. Zugleich hängen sie auch davon ab, was die Gelehrten jener Regionen an Resümees über die Jahre beherrscht und praktiziert haben. Also, hier ist wichtig, dass der Schüler sich seinem Lehrer anpasst. Du möchtest etwas lernen, dann beginne da, wo dein Lehrer aufgehört hat. Also dein Lehrer beschäftigt sich zum Beispiel 20 Jahre lang mit einem Thema, das sich beschäftigt, bis er darin kompetent geworden ist. Nimm die Zusammenfassung von dem, was er dir innerhalb von 20 Jahren zu sagen hat. Fang nicht von null an. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Okay? Du nimmst die Zusammenfassung und gehst mit ihm so vor, wie er es dir empfiehlt, weil er spricht aus Erfahrung. Wenn er das gemacht hat, wenn du also in einer Region bist, in einer Region bist, in der hauptsächlich im Fiqh die hanbalitische Rechtsschule unterrichtet wird, dann lernst du das. Und wenn du in einer Region bist, in der hauptsächlich die malikitische Rechtsschule wird, dann beginnst du da. Ist überhaupt gar kein Problem, weil solange der Lehrer kompetent ist, spielt es keine große Rolle, mit welchem Buch du beginnst. Spielt keine große Rolle. Und hier unterscheidet sich der Zustand der Schüler hinsichtlich des Verständnisses und der Begabungen, der Stärke bzw. Schwäche ihrer Lernbereitschaft sowie der Torheit bzw. der Verstandesschärfe.
das Lernen in unserer Region, natürlich, redet von der arabischen Halbinsel. Das Lernen in unserer Region ging nach dem Studium, nach dem Stadium der Koranschule und das auswendige Lernen des edlen Koran zu drei Stadien des Unterrichtes bei Sheikhs in den Moscheen über, nämlich die für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Kompetente. Und jetzt erwähnt er ein paar Bücher dazu. Bevor ich diese Bücher erwähne, sage ich meine Meinung in Bezug auf, womit der Nicht-Araber, der deutschsprachige Muslim, womit er beginnen sollte, wenn er vorhat, innerhalb von 5 Jahren, 10 Jahren was Ordentliches zu erreichen. Und da ist mein Ratschlag, dass man mit zwei Themen beginnt. Ich rede jetzt davon, womit man intensiv sich beschäftigt. Ja? Dass du nebenbei einen Vortrag hörst von links und rechts, das ist nicht so das Entscheidende. Dass du nebenbei ein Büchlein durchblätterst und so, das ist nicht das. Ich rede jetzt davon, worin du deine Hauptzeit investieren sollst. Okay? Das sind für meiner Meinung nach zwei Angelegenheiten. Nummer eins die arabische Sprache und Nummer zwei Al-Quran Al-Karim auswendig zu lernen und lesen zu beherrschen. Zu beherrschen, zu lesen. Das sind die zwei Sachen, die ich denke, sind Grundvoraussetzung für ein Islamstudium. Und noch einmal, natürlich brauchst du Aqida, natürlich brauchst du Fiqh, musst lernen, wie du betest, aber das kannst du ja als Zusammenfassung nehmen, kannst ja lernen, wie es geht, ist ja kein Problem. Und die meisten Muslime haben da wissen ja schon, wie es funktioniert irgendwie. Aber die Frage ist, womit beschäftigst du dich ausführlich? Macht es Sinn, sich mit Fiqh ausführlich zu beschäftigen und jedes kleinste Detail davon in deutscher Sprache zu erfahren? Ja, es macht natürlich Sinn, aber es macht aus dich dann keinen Gelehrten innerhalb von 5 Jahren. Das musst du nur wissen. Du kannst natürlich auf Deutsch lesen, du kannst auf Türkisch lesen, auf Albanisch und auf Bosnisch lesen. Du findest dazu sehr viele Bücher, Alhamdulillah. Aber die Frage ist, du musst dir klar machen, was möchtest du in 5 Jahren erreichen? Was möchtest du in 5 Jahren der Umma zurückgeben von dem Wissen, was du gelernt hast? Da ist natürlich, da kommt man nicht drum herum, um diese zwei Sachen. Die arabische Sprache, die einem die Tore zu allen Wissenschaften öffnet, und der Koran Karim, der Quell alles Guten und der Quell aller Wissenschaften. Egal, welche islamische Wissenschaft du eines Tages erlernen möchtest, der Koran Karim ist die Basis dafür. Und die wesentlichen Beweise befinden sich im Koran Karim. Und wenn du den Koran fertig bist, sage ich dir, was du danach machen musst. Okay? Aber das sind für meiner Meinung nach die zwei entscheidenden und wichtigsten Sachen. Der Gelehrte, rahimahullah, erwähnt jetzt ein paar Bücher, die es teilweise im Deutschen gibt, teilweise nicht. Es schadet nicht, dass wir das erwähnen, inshallah. Aber man kann das auch nebenbei lesen, also wenn es diese Bücher gibt. Gucken wir uns mal an. Er sagte, rahimahullah, in Bezug auf den Tawhid, Thalathatul Usul wa Adillatuha. Das erwähnt jetzt ein paar Bücher, die alle vom gleichen Autor sind, von Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, und alle in Bezug auf den Glauben geschrieben sind, aber in Bezug auf den Glauben und das speziell über La ilaha illallah. Was ja auch vernünftig ist, denn das ist ja das Wesentliche überhaupt. Also, der Schlüssel zum Paradies überhaupt ist La ilaha illallah. Und wer einen gesunden Glauben hat, der hat einen Motor in seinem Herzen, der ihn dazu anspornt, auch Gutes zu verrichten. Und ihn anspornt, dazu nach zu fragen, wenn ich meinen Herrn alleine anbeten soll, wie soll ich das machen? Als würde er sagen, o Prophet, bring mir bei, oder o Gelehrter, bring mir bei, wie ich das machen soll. Mach es mir vor, zeig mir, wie das funktioniert. Und dann wird er sofort, wenn man ihm sagt, bete Sunna, er wird Sunna beten. Man sagt ihm, wasch dich so, er wird sich so waschen. Ja. Wenn das Herz motiviert ist oder gesund ist. Erstes Buch hat er gesagt, Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ist übrigens ein Gelehrter gestorben, 1206, also eher ein Gelehrter der Neuzeit. Da geht es um die wesentlichen, da geht es um die drei entscheidenden Fragen. Also musst du dir mal vorstellen, wenn du deine Religion zusammenfassen möchtest und wissen möchtest, was ist das Entscheidende in meiner gesamten Religion, damit ich bei Allah erfolgreich bin. Dann stellst du dir die einfache Frage und sagst, was ist das Erste,
wonach ich nach meinem Tod gefragt habe. Das war's. Und das Erste, wonach der Mensch gefragt wird in seinem Grab, sind drei Fragen. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Was sagst du über diesen einen Mann da, der behauptet, er sei ein Prophet? Das sind die drei entscheidenden Fragen. Und nicht nur, dass du sie mündlich beantworten kannst, sondern dass du sie natürlich jetzt auch praktisch beantwortest und dich auf diese Fragen vorbereitest. Und das ist das, worum es in diesem Buch geht. Und dieses gibt es in deutscher Sprache, ist übersetzt worden, mehrfach. Und wir haben auch dazu eine Audio-Erläuterung gemacht. Ausführliche Erläuterung dazu gemacht. Das ist also ein Tipp, den kann man auf jeden Fall sich anhören. Das schadet nicht, wenn man das nebenbei macht. Dann gibt es, sagt Al-Qawa'id Al-Arba. Al-Qawa'id Al-Arba ist ein Buch, in dem, also das heißt wortwörtlich, die vier Grundsätze, also die vier Grundlagen, und also auch vom gleichen Autor. Das ist ein ganz kleines Heftchen, in dem er über vier verschiedene Punkte redet im Tawhid und sie einfach, müsst ihr verstehen, jeder Gelehrte lebt in seiner Zeit und schreibt Bücher besonders für die Menschen in seiner Umgebung. Ja? Und eines der Probleme, die er in seiner Umgebung hatte, war eben diese falsche Vorstellung, die es auch heutzutage unter einigen Muslimen gibt, ich hoffe nicht viele, dass sie denken, zu glauben, dass es Gott gibt, der uns erschaffen hat, das bedeutet, an Allah zu glauben. Sie glauben, wenn der Prophet sagt, du musst an Allah glauben, dass es ausreicht zu glauben, dass Allah unser Herr, unser Schöpfer ist, der uns erschaffen hat, der uns lebendig macht, der uns sterben lässt, der uns versorgt. Und das ist ja genau welcher Teil des Tawhid? Der Rububiyyat-Tawhid. Das ist praktisch ein Drittel des Ganzen. Ja? Und deswegen hat er auf diesen Punkt also gepocht und erklärt eben, dass dieser Punkt reicht nicht aus. Also da bist du ja nicht besser als Iblis, weil der hat das auch gewusst. Zweitens, dann hat er ein großes Problem mit Leuten gehabt, die, also er im Sinne von ja, der Islam, wie heißt es, was er gesagt hat, ist ja die Religion. Und zwar in Bezug darauf, dass Leute haben, Gott bewahre, sich in ihrem Bittgebeten anderen als Allah zugewandt, mit dem Argument, diese Leute oder diese Engel oder diese toten Menschen oder diese Propheten, sie sind unsere Vermittler zu Allah. Das heißt, wir beten sie nicht an, sondern wir wenden uns im Gebet an sie, schon Widerspruch, aber ich sage es halt so, wie sie sagen, wir wenden uns im Gebet an sie, damit sie bei Allah für uns ein gutes Wort einlegen. Das heißt, letztendlich wollen wir Allah, richtig? Und hat er eben erklärt, dass das Schirk ist. Das ist ja genau das Gleiche, was die Menschen, die Götzen, die damals gemacht haben. Es gibt gar keinen Unterschied zwischen dem und dem. Drittens, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt, ob du dich in deinen Bittgebeten einem Propheten zuwendest oder einem Engel oder einem Stein. Weil manche Leute haben die Vorstellung, dass Götzendienst bedeutet, sich vor einem Baum niederzuwerfen, vor einem Stein niederzuwerfen oder ähnliches. Ja? Nein, aber wenn du dich niederwirfst vor einem verstorbenen Propheten, ist genau das Gleiche. Oder auch vor einem Engel, den du nicht sehen kannst. Ist genau das Gleiche. Weil es ist eine Beigesellung an Allah Azza wa Jal. Ja? Das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, dass er eben gesagt hat, Subhanallah, der Schirk der Menschen damals, laut dem Koran al-Karim, haben die Leute, wenn sie damals, ihr wisst ja, die Qurayshiten, die Mekkaner, die haben an Allah geglaubt. Und die haben auch an andere Götter geglaubt. Aber Allah war der höchste Herr. Der war Rabbul Arbab, der Herr aller Herr. Okay? Und sie haben auch zu Allah gebetet. Aber sie haben leider auch zu anderen gebetet. Aber wenn es darauf ankam, in der Not, haben sie alle Götter verlassen und haben sich Allah zugewandt. Deswegen, als der Prophet a.s. einmal einen Mann traf und gefragt, wie viele Götter hast du? Sagt er 7. Dann sagt er zu ihm, an wen wendest du dich im Notfall? Dann sagt er, an den im Himmel. Dann sagt er, dann lass doch die anderen 6 gleich weg.
wenn es darauf ankommt, nur der eine ist für dich da, dann brauchst du die anderen auch nicht. Okay? Weil der für dich im Notfall da ist, der ist auch für dich da, wenn es dir gut geht. Ja? Und der Mann hat das verstanden, hat dem Propheten gefolgt. Es gibt Menschen, die einfach das glauben, was sie glauben, weil sie so gelernt haben, nicht weil sie darüber wirklich nachgedacht haben. Insofern sagte er, das war der Schick der Menschen damals. Er sagte, aber heutzutage ist es leider noch viel schlimmer geworden. Manche Götzendiener heutzutage oder Polytheisten allgemein wenden sich an ihre Götter sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Und das ist eine Tatsache. Es gibt unter der Umma, die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist man Ummatu al-Da'wa, unter der Umma von Muhammad gibt es Leute, die sich an ihre falschen Götter wenden, selbst in schlechten Zeiten, selbst im Notfall. Ja? Und nicht mal diesen Notfall für Allah subhanahu wa ta'ala allein lassen. Das war jetzt ein bisschen ausführlich. Wie gesagt, es kann ja sein, dass das auch sinnvoll ist, so ein Buch zu lesen, inshallah. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Frage ist eben. Dann sagt er ein anderes Wort, Kashf al-Shubuhat. Kashf al-Shubuhat, so wie der Titel sagt, da geht es natürlich auch um den Glauben, um Tawhid und so, aber Shubuhat sind ja sogenannte Scheinbeweise, wie zum Beispiel, da gibt es, ist ja immer so, du sollst deine Religion erstmal lernen, was richtig ist. Okay, diese anderen Leute, die auch behaupten, das Richtige zu machen, während sie zu anderen beten als Allah und sagen, das sind nur unsere Fürsprecher, haben sie Beweise für das, was sie sagen? Ja, natürlich haben sie Beweise für das, was sie sagen. Nur die Frage ist, ist jeder Beweis für das Thema, für das man es benutzt, korrekt? Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe einen Beweis aus dem Koran al-Karim, dass ich zu anderen bete als Allah, dann ist der Beweis authentisch, ne? Oder ist der Beweis nicht authentisch? Der Beweis ist authentisch, aus dem Koran al-Karim. Okay? Nur ist der Beweis korrekt für das Thema, wofür er es verwendet, das ist der entscheidende Punkt. Also beides ist wichtig natürlich. Der Beweis muss authentisch sein, aber die Beweisführung muss auch korrekt sein. Das ist, was man nennt. Okay? Beweis und Beweisführung. Und deswegen haben diese Leute Beweise für das, was sie sagen? Natürlich haben sie Beweise für das, was sie sagen. Besonders logische Beweise haben sie für das, was sie sagen. Nur die Frage, sind diese Beweise korrekt? Ist die Beweisführung richtig, was sie sagen? Ein anderes Thema. Und darum geht es hauptsächlich. Denn du wirst, wenn du mit anderen Anhängern von anderen Gruppierungen oder Religionen redest, die haben immer Beweise für das, was sie sagen. Nur gilt es eben, oder ist die Aufgabe eines Gelehrten zu zeigen, dass entweder der Beweis oder die Beweisführung mangelhaft ist. So. Ja, und dann als viertes Kitab al-Tawhid. Das wiederum gibt es in deutscher Sprache und auch übersetzt, Entschuldigung, auch erläutert als Audios, das haben wir auch gemeinsam gemacht. Und das ist ja ausführlich über den Tawhid, aber es ist lang. Und deswegen beginnt man erstmal mit dem Kürzeren davon. Das alles geht über Tawhid al-Ibadah eigentlich, kann man sagen. Dann sagt er, dann über Tawhid al-Asma'i was-Sifat. Geht es um den Tawhid hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Da empfiehlt er folgende Bücher. Einmal Al-Aqidatul Wasitiyya. Das ist ein Text, den es im Deutschen gibt. Von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, gestorben 728. Und dieser Text geht eigentlich um den Iman insgesamt, über die sechs Säulen des Iman. Allerdings etwas ausführlicher in Bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften und unseren Glauben über den Koran, al-Karim und so weiter und so fort. Ein zweiter Titel, den er empfiehlt, diesbezüglich ist Al-Aqidah al-Hamawiyyah. Das ist ein Text, der dadurch entstanden ist, dass Leute den Gelehrten eine Frage gestellt haben. Sie haben ihm gesagt, sehr geehrter Gelehrter, was ist Ihre Meinung hinsichtlich der Ayat über die Eigenschaften Allahs, wie zum Beispiel Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, der Al-Abam oder der Gnadenvolle hat sich über den Thron erhoben, und den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, haben sie ihn gefragt über
dass die Herzen der Kinder Adams zwischen zwei Fingern der Finger des Gnadenvollen sind, Ar-Rahman. Er sagte, sie fragten ihn, wie sollen wir diese Hadith verstehen? Also es geht um die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dann hat er ihm eine ausführliche Erklärung geschrieben, diesbezüglich. Und dadurch ist ein ganzes Büchlein entstanden, das auch mehrfach erläutert worden ist. Und da geht es hauptsächlich, wie gesagt, über die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dann empfiehlt er auch ein weiteres Buch, At-Tadmuriyya. At-Tadmuriyya ist ebenfalls ein Text, bei dem es um die Eigenschaften Allahs geht, aber ausführlicher noch dann am Ende über Al-Qadr, das heißt über die göttliche Vorherbestimmung. Und solche Texte sind natürlich, wenn man sie gelesen hat, sozusagen die Zusammenfassung dessen, woran man glauben muss. Möge Allah SWT die Gelehrten belohnen. Das war, wie gesagt, von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Und dann sagt er als letzter Tipp Al-Aqida al-Tahawiyya. Al-Aqida al-Tahawiyya, das haben wir gemeinsam zusammen gemacht. Diesen Text haben wir, den gibt es in deutscher Sprache, es gibt es im Internet und die Audio-Erläuterung gibt es ebenfalls dazu. Aber ihr seht ja, das ist eine Erläuterung, die über viele Unterrichte ging. Und der normale Muslim muss nicht so viel darüber erfahren, was er glauben muss. Und da ist auch vieles davon, was er nicht unbedingt wissen muss. Deswegen beginnt man mit kleineren Werken. In Bezug auf den Glauben zum Beispiel empfehle ich in deutscher Sprache, dass man, natürlich gibt es, wie gesagt, Al-Wasatiyya auf Deutsch, haben wir gesagt, und Al-Tahawi gibt es auf Deutsch. Aber in Bezug auf diese Thematik, für die Fortgeschrittenen, weil das Thema an sich, der Glaube an Allahs Namen und Eigenschaften, ist ein Thema, das man nicht im ersten Stadium durchnimmt. So im ersten Stadium zum Beispiel ein Buch wie Wegweiser für Ratlose zum wahren Glauben, weil es da um die sechs Säulen des Iman geht. Das ist sehr empfehlenswert. Und dann, wenn es um die Namen und Eigenschaften geht, gibt es ja das Buch Die Namen und Eigenschaften Allahs. Aber das ist auch ein Buch von über 400 Seiten, was auch kompliziert ist teilweise, aber es gibt dazu eine Erläuterung auch, eine Audio-Erläuterung dazu, die man sich dazu auf jeden Fall anhören sollte. Und dann hat man ein bisschen auf dieses Thema so viel gelernt, wie auch ein Student an der Universität lernen wird. Also da wird man dann nicht viel, noch viel mehr erfahren, außer im Detailwissen. Dann sagt der Autor, rahimahullah, zur Grammatik, sagt Al-Ajurumiyya, dann Mulhatul I'rab, Al-Hariri, dann Qatr al-Nada von Ibn Hisham und Al-Fiyat Ibn Malik mit der Erklärung von Ibn Aqil. Das sind verschiedene Bücher über die arabische Grammatik und Sprache. Das macht nur Sinn, wenn man dann schon Arabisch gelernt hat. Das macht vorher keinen Sinn. Ich habe ja gesagt, für die Geschwister, die kein Arabisch sprechen, empfehle ich, dass sie erstmal die arabische Sprache lernen sollen. Wie sollen sie die arabische Sprache lernen? Wallahi, wenn man kann, geht man in ein arabisches Land, besucht dort eine Sprachschule und hält sich dadurch unter den arabisch sprechenden Menschen auf. Das ist natürlich eine der effektivsten Formen des Lernens überhaupt. Aber es gibt auch andere. Du kannst auch dir einfach einen Lehrer nach Hause holen, der es dir beibringt. Sicherlich nicht so effektiv, wie man in das Land geht. Eine andere Möglichkeit ist, dass man auf die Sprachschule geht. Manche lernen Arabisch an Universitäten und Hochschulen, gibt es manchmal Arabischkurse und Arabistik oder Orientalistik. Wenn man solche Sachen studiert, werden auch Unterricht über die arabische Sprache angeboten. Oder auch neuerdings über die Islamakademie kann man auch das online lernen. Also es gibt alhamdulillah so viele Möglichkeiten, dass keiner sagen kann, ich kann nicht lernen. Weil das geht ja bis zu dir nach Hause. Richtig? Das geht bis zu dir nach Hause. Und du kannst die Möglichkeit nutzen. Zum Hadith, die 40 Hadithe von An-Nawawi, das gibt es in deutscher Sprache mehr als einmal und auch dazu Erläuterung. Und das haben wir auch als Audio-Erläuterung gemeinsam gemacht. Dann Umdat al-Ahkam von Al-Maqdisi, Bulugh al-Maram von Ibn Hajar und Al-Muntaqa von Al-Majd ibn Taymiyyah. Das sind verschiedene Bücher, die es in deutscher Sprache, soweit ich informiert bin, noch nicht gibt. Das sind einfach Hadith-Sammlungen über die Hadith al-Ahkam. Das sind die Hadithe, die man braucht, um
Fiqh und Aqida zu, also Fiqh hauptsächlich zu studieren. Also ihr wisst, es gibt Hadithe, die was zu tun haben mit Aqida, es gibt Hadithe, die was zu tun haben mit dem Fiqh, ja. Und es gibt Aqida, Hadithe, die was zu tun haben mit was ganz anderem. Insofern haben wir verschiedene Arten von Hadithen. Manche Gelehrte haben gesagt, ich fasse dir diejenigen Hadithe zusammen, die du brauchst für den Tawhid. Und ich fasse dir diese Hadithe zusammen, die du brauchst für Fiqh. Und ich fasse dir Hadithe zusammen, die du brauchst für ein anderes Thema. Okay? Das heißt also, die Gelehrten haben dir das Leben, alhamdulillah, einfach gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich alle ihr erbarmen. Und dann sagt er, und das Anfang mit dem Lesen der 6 Hadith-Bücher und anderer. Natürlich, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, alhamdulillah, die Hadith-Bücher zu lesen. Es gibt im Deutschen, soweit ich informiert bin, gibt es nur Auszüge aus dem einen oder anderen. Aber vielleicht wird es irgendwann mal diese Hadith-Bücher geben. Und dann wird natürlich dringend empfohlen für den Islam-Studenten, dass er sich einliest. Also auch wenn du sagst, ich kann durch Al-Bukhari alles auswendig lernen und Sahih Muslim, ist kein Problem, aber du sollst die Bücher trotzdem lesen. Du sollst das Buch trotzdem von Anfang bis zum Ende lesen. Einmal, zweimal, wenn du fertig bist, drittes Mal. Wie eine Lektüre, mit der du nicht aufhörst bis zum Ende deines Lebens. Wie den Koran kennen, den du immer wieder neu liest, sollst du auch diese berühmten großen Werke immer wieder lesen. Denn irgendwann bleibt irgendetwas hängen und du erschaffst dir dadurch einen Überblick, den dir keiner wegnehmen kann. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نأخذ noch weiter إن شاء الله تعالى بسم الله Zeit und sagt der Autor رحمه الله تعالى zur Klassifizierung von Hadithen. Also ich sage das hier, das Buch wurde ursprünglich auf Arabisch geschrieben, deswegen sind viele Bücher natürlich nur geeignet für jemanden, der auch schon die arabische Sprache spricht, aber umso wichtiger ist es, dass wir auch so ein Buch gemeinsam durchgehen und ein bisschen kommentieren. Zur Klassifizierung von Hadithen gemäß ihrer Überlieferung Nukhbatul Fiqh von Ibn Hajar, dann Al-Fiyatul Imam Al-Iraqi, das sind Bücher über die Hadithwissenschaften. Über Hadithwissenschaften gibt es im Deutschen noch wenig, wird inshallah ta'ala irgendwann mal demnächst vielleicht ein Buch rauskommen über dieses Thema, aber das ist, wie gesagt, eine Sache, die man, kann man lesen, aber richtig studieren und lernen und merken, es macht im Arabischen mehr Sinn. Zum Fiqh beispielsweise, Adabul Mashi ila Salah von Sheikh Muhammad, dann Zad al-Musnaqf von al-Hajjawi, rahimahullah, und Amd al-Fiqh, dann al-Muqni' für die verschiedenen Unterschiede zwischen Rechtsschulen und al-Mughni für die tieferen Unterschiede, alle drei von Ibn Qudamah, rahimahullah ta'ala. Das ist, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt Sachen, mit denen man anfängt. Zusammenfassend, was soll ich überhaupt jetzt machen? Wie bete ich? Wie faste ich? Und das ist eben dieses Buch Adabul Mashi ila Salah. Das gibt es im Arabischen, im Deutschen wüsste ich nicht, dass es gibt. Dann Zad al-Mustaqna und die anderen Bücher. Im Deutschen zum Beispiel, was haben wir im Deutschen? Im Deutschen gibt es ein paar Sachen. Ich kann natürlich das empfehlen, was ich kenne. Was ist Fiqh nach einer Ansicht oder Fiqh vereinfacht, wird auch demnächst inshallah etwas geben diesbezüglich, wo eben die ganzen Ibadat zusammengefasst sind nach einer Ansicht, dass man weiß, wie man danach handelt und den Beweis dazu kennt. Das ist, womit man anfängt. Okay? Danach wagt man sich heran an das ausführlichere Werk, was man im Deutschen herausgebracht hat von Sheikh Muhammad al-Mukhtar, Shaqiti, Hafizahullah. Und dann darüber hinaus über Ausführliches, was im Deutschen aber gar nicht gibt, deswegen ist es irrelevant. Dann sagt er zu Usul al-Fiqh, al-Waraqat von al-Juwayni und Rawdat al-Nadr von Ibn Qudamah. Im Deutschen gibt es ja ein Buch, mittlerweile heißt Einführung in die Grundlagen des Fiqh. Und das Buch, ohne es jetzt loben zu wollen, aber ist eine Zusammenfassung aus diesen zwei Werken, die hier stehen, und noch mehr. Okay? Das heißt also, das Wesentliche aus Al-Waraqat von Al-Juwayni und Rawdat al-Nadr ibn Qudama steckt dort schon drin. Und wenn man es ausführlicher will, dann lernt man vorher Arabisch. Dann sagt er zu Al-Fara'id, das ist die Wissenschaft des Erbens, Erbwissenschaft,
im Islam empfiehlt er ein Gedicht, das Al-Rahabiyya, und empfiehlt Al-Fawaid al-Jaliyya. Wobei das Thema des Erbens, ich weiß nicht, warum der Autor, rahimahullah, das als eigenes Thema erwähnt hat, weil das Erbrecht im Islam ist Teil vom Fiqh. Also du kannst Fiqh nicht studieren, ohne das Erbrecht dazu zu haben. Ja? Ich meine, das ist ein Gedicht, aber es gibt so viele verschiedene Themen, auch andere Gedichte. Das heißt also, das Erbrecht, ihr seht, der Gelehrte in der Religion des Islam, der islamische Gelehrte, das ist ein Gelehrter nicht nur in Bezug auf die Gottesdienste, sondern auch in Bezug auf den Alltag. Er muss, er ist praktisch ein nicht nur praktisch, sondern er ist ein Jurist im wahrsten Sinne des Wortes. Er kennt sich damit also richtig aus. Zum Tafsir, der Koran-Exegese, empfiehlt er den Tafsir von Ibn Kathir. Davon gibt es, soviel ich weiß, nur ein Band bisher, das 30. Das ist von Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Juz Amma. Da ist im Deutschen noch ein bisschen sehr schwach. Aber wir haben dazu Audio-Erläuterungen gemacht. Und ich sage mal so, der Muslim, der 0815-Muslim, welche Suren des Koran lernt er? Ja, der hat die letzten Suren des Koran kennen. Also fängt er mit Juz Amma irgendwie an. Und bei Juz Amma, dazu gibt es den Tafsir ausführlich schon, alhamdulillah. Also kann man sich das anhören und braucht man nicht auf ein Buch warten oder so. Man hört sich das an und lernt davon und schreibt sich selbst was auf. Dann sagt er zu Usul al-Tafsir. Usul al-Tafsir, damit gemeint die Grundlagen des Tafsir, das ist auch etwas für Leute, die die arabische Sprache schon beherrschen. Er empfiehlt hier ein Buch, heißt Al-Muqaddimah von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Dann, wichtig ist die Prophetenbiografie. Da gibt es eine Zusammenfassung von auch Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und das Original oder Bekannte ist von Ibn Hisham, rahimahullah. Und dann gibt es ein Buch, heißt Zadul Ma'ad. Ich glaube, das gibt es im Deutschen sogar schon übersetzt. Das hat eben den Vorteil, da geht es von Ibn Qayyim, rahimahullah, da geht es nicht nur um die Sira des Propheten, sondern auch um Fiqhus-Sira. Und er diskutiert auch einige Themen aus der Sira des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also ist nicht nur ein reines Biografiebuch, sondern auch analytisch geht er an die Sira ran. Dazu gibt es im Deutschen auch leider sehr, sehr wenig. Also das Sira des Propheten, das ist eigentlich auch traurig. Aber inshallah ta'ala wird es demnächst auch ein Buch geben, heißt Ar-Rahiq al-Makhtum. Das ist eines der bekanntesten Sira-Bücher, das auch einen Preis gewonnen hat, weil es eben so gut geschrieben ist und auf authentischen Quellen fußt und auch analytisch ist. Also nicht nur einfach nur erzählt, sondern auch etwas ableitet aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sobald es geht, empfehle ich das auf jeden Fall, dass man das lesen soll. Im Arabischen gibt es das natürlich, im Englischen gibt es das natürlich schon lange. Zur arabischen Sprache. Die Beschäftigung mit ihrer Dichtung, wie Al-Mu'allaqat al-Sab'a, das sage ich jetzt nur, weil das hier steht, dass in der arabischen, in der Jahiliyya und auch in der Zeit, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, konnten die wenigsten Menschen lesen und schreiben und man hat sich mehr auf das Auswendige berufen bzw. beschäftigt. Und es war die Zeit der Poesie. Also wie man sagt doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat deswegen Moses mit diesen Wundern, mit dem Stab, der sich eine Schlange umgewandelt hat, geschickt, weil eben das Volk von Pharao ein Volk war, das sich mit der Zauberei beschäftigt hat. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat deswegen Jesus a.s. Geschickt mit dem Wunder, die Toten zum Leben zu erwecken, weil es eben ein Volk war, das sich mit der Medizin beschäftigt hat. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran geschickt, weil es ein Volk der arabischen Sprache war, ein Volk der Poesie war. Und in jedem Wunder, das Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten gegeben hat, war ein Zeichen, dass es über jeden Menschen, der Wissen besitzt, jemanden gibt, der noch mehr weiß. Jemanden gibt, der noch mehr Bescheid weiß darüber. Okay? Und deswegen, als die Zauberer von Pharaon das Wunder von Moses gesehen haben, was haben sie gemacht?
Sie haben sich niedergeworfen. Sie haben sich niedergeworfen für Allah auf ihr Gesicht. Weil sie haben sich sofort ergeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil sie sind die Gelehrten der Zauberei. Und sie wissen, dass das, was Moses gemacht hat, nicht Menschenwerk ist. Sie wissen, dass das von Allah ist. Weil ein Zauberer kann das nicht machen, was er gemacht hat. Geht nicht. Aber Pharaon, was hat er gesagt? Weil er kennt sich nicht aus. Pharaon hat gesagt, Moment, ihr habt euch zusammengetan, bevor wir uns hier getroffen haben, und ihr wolltet mich nur loswerden. Ihr wolltet mich austricksen. Und deswegen hat er ihre Kreuzigung angeordnet. Ja. Insofern, derjenige, der sich nicht auskennt, der ist natürlich immer blöd dran. Und ähnlich auch mit dem Koran, der arabischen Sprache. Die heutigen Araber, fragst du, die heutigen Araber, viele von ihnen können ja gar kein Arabisch mehr. Also das, was sie sprechen, ist ja ein Dialekt und eine sehr, 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 sehr schwache Form des Arabischen. Also wenn du einen normalen Araber nimmst und schaust in seinem Dialekt, was für ein Vokabular verwendet, wird das wahrscheinlich nicht mal 1000 Worte überschreiten. Vielleicht sind es auch 10.000 Worte. Ich will nur damit sagen, es ist sehr schwach. Okay? Und deswegen braucht er auch einen Tafsir, der ihm erklärt, was heißt وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا. Er versteht davon nichts mehr. Er sei denn, hat sich beschäftigt. Ja, aber das ist ja dann schon fast halber gelehrt. Was ich damit sagen will, ist, wenn du jetzt verstehen willst, was für eine Auswirkung die Sprache des Koran al-Karim auf die Menschen hat und was für ein Niveau dieser Koran al-Karim hat, sprachlich gesehen, dann brauchst du es nicht einem heutigen Araber vorspielen, sondern sollst du gucken, wie haben die damals darauf reagiert. Kennt ihr nicht die Begebenheit aus der Sira, wo sich der Prophet a.s. hatte den Koran al-Karim gelesen, absichtlich sogar laut gelesen, damit die Leute es hören. Ja. Und was haben die manche von sich gemacht? Die haben sich gesagt, ich möchte diesen Koran hören. Und sie sind bei Nacht zum Hause des Propheten gegangen und haben gehört, wie er liest. Und dann kommt ein Zweiter zu, ach was, du bist auch da? Okay, und haben sie gemeinsam gehört. Und weil sie fertig haben, sie gesagt, hör zu, aber morgen kommen wir nicht nochmal her. Abgemacht, klar, kein Problem. Am nächsten Tag kamen sie und trafen sich wieder, ohne es ausgemacht haben zu können. Weil das war einfach zu imponierend. Man hört etwas, was man noch nie vorher gehört hat. Eine Zusammensetzung der arabischen Worte aus verschiedensten arabischen Dialekten, das kannst du gar nicht als Normalsterblicher hinbekommen. Also du musst dir vorstellen, der Koran, den du ihn liest, das eine Wort stammt aus dem Dialekt der Banu Tamim. Das nächste Wort stammt aus dem Dialekt der Daus. Das nächste stammt aus dem Dialekt der Quraysh. Ja? Das heißt also, diese Art von Zusammensetzung erfordert eine große Kenntnis der arabischen Sprache. Und dann kommt noch darüber hinaus das Wissen über das Verborgene, das Wissen über Allah Azza wa Jalla, das Wissen über Al-Yawm al-Akhir, die Perfektion der Gesetze an sich, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Was war die Reaktion der Leute damals? Sie haben gesagt, steckt eure Finger in die Ohren und lasst euch nicht verzaubern von Muhammad. Weil wenn sie gehört haben, waren sie davon ergriffen. Manche von ihnen haben ihre Stimme erhoben, damit die anderen nicht hören können, was gesagt wird. Da sendet Allah subhanahu wa ta'ala herab Alif, Lam, Mim, Taha, Yasin, Tasin, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ein, Sad. Und das war etwas, was sie noch nie vorher gehört haben. Und sie haben ihre Finger wieder aus den Ohren rausgemacht und wollten hören, was ist das? Weil der Mensch ist neugierig. Er möchte wissen, was der andere mitzuteilen hat. Insofern, damaligen Araber waren ein Volk der Poesie und haben sogar Wettbewerbe untereinander gemacht und Gedichte geschrieben. Und das Gedicht, was am besten war, haben sie auf die Kaaba aufgehängt. Oder an der Kaaba aufgehängt, die sogenannten Muallaqat. Und von Allaqa heißt aufhängen. Und da gibt es dann 7 berühmte Gedichte, sogenannten Muallaqat al-Sab'a. Und wenn jemand die arabische Sprache lernen möchte, gut verstehen möchte, kommt er nicht darum herum. Er muss sich auch mit diesen alten Gedichten beschäftigen. Denn der Koran kam mit der Sprache der damaligen Araber. طيب. Der Gelehrte sagt, Alhamdulillah ta'ala,
Und dann fehlt er noch ein paar andere Sachen. Und sie beschäftigten sich mit der genauen Lektüre ausführlicher Studien, wie zum Beispiel Tarikh von Ibn Jarir und Tarikh von Ibn Kathir und die Erläuterung zu diesen beiden. Er sagt allgemein, was, das sind jetzt nur Tipps für die Weltgeschichte, sage ich mal, weil Ibn Kathir hat ja das Buch Al-Bidaya und Nihaya geschrieben. Bidaya heißt der Anfang und Nihaya ist das Ende. Woher weiß er den Anfang? Durch die Überlieferung. Woher weiß er das Ende nach ihm? Auch durch die Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch ein Wälzer. Und auch Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, der berühmte Tafsir-Gelehrte, hat auch ein Buch geschrieben, Tarikh al-Rusul wal-Muluk heißt es, in der er, das ist natürlich unglaublich, in der er jedes geschichtliche Ereignis mit einer Überlieferungskette überliefert. Jedes geschichtliche Ereignis, was damals jemand erzählt hat, hat er ihn gefragt, von wem hast du das? Er sagt, von dem Sohn so. Von wem hat er es? Von dem Sohn so. Von wem hat er es? Von dem Sohn so. Von wem hat er es? Ja, von dem, bei dem sich das Ereignis ereignet hat. Dann hat er es aufgeschrieben. Es muss nicht authentisch sein. Aber es ist zurückzuführen auf den Sprecher und der Gelehrte, der weiß, was davon authentisch ist und was davon nicht. Dann sagt er, und sie konzentrierten sich, das heißt die Gelehrten und die Studenten, auf die Bücher des Islam-Gelehrten Ibn Taymiyyah und seinen Schüler Ibn Qayyim, rahimahullah, und die Bücher der Da'wa-Imame und ihrer Fatawa, besonders ihrer Publikationen zu den Glaubensgrundsätzen. Und so waren die Zeiten angefüllt mit Lernen und Studienkreisen, und zwar nach dem Fajr bis zum späten Vormittag, dann ein Mittagsschlaf vor dem Wuhr-Gebet und im Anschluss an alle fünf Gebete fand ein Unterricht statt. Das sind also Vollzeitstudenten, die ihre Zeit also nach dem Fajr genutzt haben, ein Unterricht, dann haben sie vor Wuhr kurz geschlafen, dann Wuhr-Gebet verrichtet, dann ein Unterricht, dann eine Mahlzeit eingenommen, dann Asr-Gebet, bis zum Maghrib ein Unterricht. Und so haben sie ihre Zeit auf die beste Art und Weise ausgenutzt. Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeiten dazu, das zu machen. Aber wichtig ist, lieber Bruder, liebe Schwester, die Zeit, die du hast, investiere sie möglichst gut in deine Religion und in deine Informationen. Also jemand, wenn jemand Zeit hat und er sagt, ich möchte eine zweite Arbeit annehmen, um mir ein besseres Auto leisten zu können, um mir eine größere Wohnung leisten zu können, um heiraten zu können, das ist alles in Ordnung und er strebt nach seinen Bedürfnissen. Nur die Zeit, die du in eine in die Dunya investierst, ist für deine Akhirat nicht mehr da. Geht einfach nicht. Du hast nur 24 Stunden Zeit. Und manche Leute engen sich in Bezug auf ihre Dunya ein, um mehr Zeit zu haben für ihre Akhirat. Natürlich sollst du nach deinen Grundbedürfnissen streben, aber ich wiederhole noch einmal, nach deinen Grundbedürfnissen streben. Wenn du isst und trinkst, und ein Gefährt hast und ein Dach über dem Kopf hast und warmes Wasser hast und Strom hast und du gesund bist, darüber hinaus, wenn du darüber hinaus nach anderen Sachen strebst, musst du halt wissen, je mehr ich darin Zeit investiere, desto weniger habe ich für das andere. Der eine sagt zum Beispiel, ich studiere. Kein Problem. Der nächste sagt, wenn ich studiere, will ich danach weitermachen und eine Doktorarbeit machen. Kannst du machen. Aber diese Zeit ist natürlich dann weg. Dein Dunya-Studiengang ist die Zeit dann weg für deinen Achra-Studiengang. Der Nächste sagt, ich möchte danach weiter mal eine Professur anstreben. Kannst du machen. Nur dann ist noch mehr Zeit weg. Du sagst, ich möchte aber das machen, um dadurch den Islam so und so zu helfen. Kein Problem. Aber ich sage nur, wir reden hier über das Buch Hilyatu Talib al-Ilm. Also geht es hier um das Benehmen eines Islamstudenten und wir wollen dir helfen, auf dem Weg deine Religion zu studieren. Wenn du aber sagst, ich möchte meiner Religion nur eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden in der Woche widmen, ist kein Problem. Mach das Beste daraus, aber erwarte dann natürlich am Ende keine große Ernte. Währenddessen waren die Studierenden äußerst höflich, wussten sich gegenseitig zu ehren und zugleich die eigene Würde zu bewahren. Sie folgten
Dabei folgten sie dem Vorbild der rechtschaffenen Ersten dieser Gemeinde, möge Allah der Erhabene sich ihrer erbarmen, und deswegen erreichten sie hohe Stufen. Von ihnen wurde eine große Zahl zu Anführern in Wissensdisziplinen, gelobt sei Allah, der Herr der Welten. Also auch sehr schön hier, es geht nicht nur um das Wissen, sondern es geht auch hier um den Anstand und den Umgang mit anderen Menschen, sie zu respektieren, denn es geschieht, dass man natürlich in Streit gerät, es geschieht, dass man gegenseitig sich beneidet und ähnliche Sachen. Das sind alles Krankheiten, die unter gerade den Islamstudenten nicht vorkommen dürfen. Der Gelehrte sagt, gäbe es eine Rückkehr zur Originalität des Lernens, indem man anerkannte Zusammenfassungen und keine Notizen studiert, je nach auswendig lernt und sich nicht nur darauf verlässt, sie verstanden zu haben, denn nun sehen wir, dass die Studierenden weder auswendig lernen noch verstehen. Also das ist einfach eine Entwicklung, die der Gelehrte gesehen hat, dass die Leute damals waren sie in der Moschee bei den Gelehrten, über Jahre hinweg haben sich mit ihnen angefreundet, haben sie kennengelernt, haben ein Thema von A bis Z gelernt. Heutzutage, die Leute, ich sage das jetzt nicht, um das zu gering zu schätzen, also dass man studieren geht, ja, also Religion studieren geht, aber nicht alle, sage ich mal, Lehrer sind gleich. Und das Prinzip eines Uni-Studienganges ist eben, dass man innerhalb einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes in der Religion gelernt hat. Und diese Zeit kann nicht ausreichen, um etwas von A bis Z vollständig zu haben. Das geht gar nicht. Einfaches Beispiel, wenn du an der Universität studierst, Islam studierst, kann es sein, du schließt ab, ohne den Koran auswendig zu können. Es wird gar nicht vorausgesetzt, dass du es kannst. Okay? Im Gegensatz dazu, wenn du damals in eine Sitzung gegangen bist mit einem Gelehrten und wolltest zum Beispiel Fiqh lernen, er hat dich erstmal gefragt, kannst du Koran? Und sagst du ja, dann lies mal die Aya, yusinkum Allahu fi auladikum, das ist die Aya über das Erbrecht im Islam, Surah Nummer 4. Er sagt, lies mal vor, bitte. Und erst wenn er sicher war, dass du es überhaupt kannst, hat er dich in deine Sitzung aufgenommen. Okay. Das gleiche gilt heutzutage, jeder von euch, der an der Universität studiert, weiß, dass das gilt ja bei Dunya-Studien ganz genauso. Wenn sie lernen wollen für eine Prüfung, was machen sie? Sie lernen die alten Klausuren, weil der Professor, der über 10, 20 Jahre lang unterrichtet an der Universität, der wird ja nichts Neues bringen können. Ja, der hat sich im ersten, zweiten Jahr die Mühe gemacht, neue Fragen auszudenken, irgendwann mal kommt nichts Neues mehr. Deswegen, wenn du dann die alten Klausuren alle gelernt hast, kannst du normalerweise die nächste Prüfung auch spielend bestehen. Aber das heißt nicht, dass du das Fach verstanden hast. Ja, das heißt, das ist das Problem. Und das Gleiche gilt für die islamischen Wissenschaften genauso. Würde man den Unterricht von falschen, fremden, verdorbenen reinigen, würde man dem Weg der früheren ersten Rechtschaft Menschen folgen, möge Allah uns helfen. Der Hafiz Uthman ibn Khurrazad, aber Hafiz, liebe Geschwister, wir verstehen meistens darunter jemand, der den Koran auswendig kann. Ja? Aber der Hafiz, wenn die Gelehrten der Rushdie meinen, damit jemand, der ein immens großes Wissen hatte und immens viele Hadithe auswendig kannte. Weil der Koran, den Koran auswendig zu kennen, ist keine Tugend, die man aufschreibt. Das ist so, wie wenn du Elektriker bist und unterscheiden kannst zwischen 110 Volt und 220 Volt. Das ist normal, also das wirst du erwarten. Ja? Also du redest ja hier nicht von Studenten, wir reden ja hier bei den Biografien von Gelehrten nicht irgendwelche Studenten, wir reden ja von Gelehrten. Und ein Gelehrter, das ist jemand, der mehrere Bücher auswendig kennt und auch Koran Karim ist das erste, womit er überhaupt angefangen hat. Der Hafiz Uthman ibn Khurrazad, ein Hadith überliefert und Zeitgenosse von Imam Abu Dawud, rahimahullah, einer der Lehrer von al-Nasa'i, er sagte, ein Hadith-Studierender benötigt 5 Dinge und wenn eins davon fehlt, ist dies ein Mangel. Man braucht einen scharfen Verstand, Frömmigkeit, also erstmal scharfen Verstand, Intelligenz, das Voraussetzung. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Intelligenz verteilt wie Rizq. Er verteilt das, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Dem einen gibt er eine helle Hautfarbe und eine dunkle Hautfarbe, dem einen gibt er größere Körper, dem anderen kleineren Körper.
Ein gibt da Intelligenz, einen anderen mehr, einen anderen weniger. Das ist eine Sache, die sehen wir in der Realität. Vielleicht kann man das fördern, das ist aber ein anderes Thema. Realität ist, wenn ich einen Satz sage, der eine versteht ihn, der eine sagt, ich habe das nicht verstanden, kannst du mir nochmal sagen? Der Nächste denkt, er hat es verstanden, hat es aber falsch verstanden. Okay? Das heißt, der Nächste hat gerade nicht aufgepasst. Das ist die Realität. Ob du es jetzt Intelligenz bezeichnen möchtest oder Aufmerksamkeit, spielt für mich keine Rolle. Entscheidend ist, der Lehrer sagt was und wie wird die Information aufgenommen. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Intelligenz, diesen Rizq, unterschiedlich verteilt. Aber Voraussetzung für einen Talib Ilm ist Intelligenz. Und wenn er sie nicht hat, muss er sich sie aneignen oder vermehren. Oder er muss eben, du kannst sagen, Wallahi, ich kann nicht mir eine Sache beim ersten Mal merken. Okay, kein Problem. Dann investiere aber Zeit und Energie darin, dass du es ausgleichst. Dann sind wir wieder uns einig. Frömmigkeit. Dayin. Dass die Person, also Frömmigkeit, der deutsche Begriff, bedeutet unter anderem, dass man natürlich religiös ist und auch sich von zu viel Dunya zurückzieht. Präzision, Genauigkeit. Ich kann nicht, ich muss als Student ordentlich wiedergeben können, was ich gelernt habe. Nicht, Sheikh, du hast doch das und das und das so gesagt, oder nicht? Nein, habe ich nicht so gesagt. Ich habe das und das. Ja, so, ich meinte ja so ungefähr, wie du gesagt hast. Die Präzision heißt, du sagst jedes Punkt und jedes Komma, so wie dein Lehrer gesagt hat. Ja? Deswegen lernst du ja Koran auswendig, damit du lernst, du musst jeden Buchstaben so wiedergeben, wie er da steht. Du kannst nicht einfach sagen, ich lasse den Buchstaben mal weg. Von mein Ja'mal mache ich, wo mein Ja'mal ist kein Problem, bleibt doch das Gleiche. Das geht nicht. Ja? Und das sollst du lernen. Und bei Hadithen genauso. Und bei den Aussagen deines Gelehrten genauso. Wenn er etwas gesagt hat, mach Copy-Paste, genau wie er es gesagt hat. Und spiel nicht den Rambo und erfinde irgendetwas Neues oder leite davon etwas ab und der meinte so und ich denke so. Wenn der Lehrer da ist, frag ihn direkt, wo ist das Problem? Gewandtheit in seinem Gewerbe. Wenn damit Dunya Gewerbe gemeint ist, um sich über Wasser zu halten, Alhamdulillah, und wenn damit das religiöse Gewerbe gemeint ist, natürlich. Du sollst dich in dem Thema, was du gibst dich doch aus als ein Student der Religion. Dann mach auch was dafür. Du gibst dich aus als ein Koranlehrer. Dann sollst du dich auch in allen Themen daran auskennen. Du gibst dich aus als jemand, der es in der Aqida auskennt. Dann lern das richtig von A bis Z. Ja. Gib dir Mühe, sei gewandt in deinem Gewerbe. Und er soll für seine Vertrauenswürdigkeit bekannt sein. Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte, Vertrauenswürdigkeit ist ein Teil der Frömmigkeit. Die Präzision ein Tor zur Gewandtheit. Was also ein Gelehrter braucht, ist Folgendes. Taqwa heißt sich vor Allah vorsehen. Das heißt, nichts zu machen, wodurch man Allahs Zorn auf sich lädt. Klugheit, Wissen über die arabische Sprache, über die Grammatik, über die Philologie, das ist die Sprache und die Literaturwissenschaft. Übrigens im Deutschen auch, also wenn du da was Besonderes sein willst, musst du dich auch in der Sprache gut auskennen. Lauterkeit, Schamhaftigkeit. Und schließlich soll er dem Weg der ersten Rechtschaffenen folgen. Es genügt ihm, dass er mit eigener Hand, den Satz passen wir gut auf, er sagt, es reicht. Al-Dhahabi sagt, Al-Dhahabi war ein Hadith-Gelehrter, ein Aqida-Gelehrter, war ein Gelehrter über die Biografien der Überlieferer und er war ein Experte in verschiedenen Wissenschaften. Und er sagt, es reicht, dass du mit deiner eigenen Hand 200 Bände aufschreibst. Das reicht. Okay? Es reicht, dass du mit deiner eigenen Hand 200 Bände aufschreibst, mehr brauchst du nicht, dass man 500 wertvolle Bücher aneignet, dass du die zu Hause hast, als Recherche, die gelesen hast, als deine Quelle, zu der du immer wieder zurückgehst. Und bis zum Tod mit reiner Absicht und Bescheidenheit im Streben nach Wissen nicht nachlässt, nach all dem. Andernfalls hätte man sich nicht angestrengt. Ja. Weil wenn man nicht das, was man lernt, aufschreibt, und wenn das, was man sich an Informationen aufschreibt, nicht, sagt er, rahimahullah ta'ala,
200 Bände, ich weiß ja nicht, in einem Band, wie viel drin ist. Weiß ich nicht, was er meinte. Vielleicht meint er 10 Seiten, vielleicht meint er 50 Seiten, vielleicht meint er 100 Seiten. Ja? Aber er sagte, wenn man nicht das, was man gelernt hat und was man wissen will, als Student, als Gelehrter, als anstrebender Gelehrter, wenn das Wissen, was man lernt, nicht insgesamt 200 Bände groß ist, dann sagt er, gelehrt von was bist du dann? Was für Informationsgehalt hast du dann, um dich als Gelehrter zu bezeichnen? Andernfalls, sagt er, hätte man sich nicht angestrengt. Natürlich war das in einer Zeit damals, wo es keine Möglichkeit zum Kopieren gab, aber das hat auch sehr viel Schaden verursacht, denn etwas, was man sich selbst aufschreibt, ist natürlich viel beständiger und merkt man sich viel besser als etwas, was man sich einfach nur kopiert hat. Und wie viele muslimische Studenten gibt es, die Bücher haben wie Sand am Meer, allerdings sind sie noch ganz jungfräulich, absolut unberührt, manchmal noch in ihrer Originalverpackung nicht aufgemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.